ganz genau. Von Pfirsich bis zu Lindgren, von Wiener bis Damast, hab ich was gehabt zu meinen Schuhen und meiner Stimmung passt. Wenn ich wo unterwegs bin, hab ich so auf Schritt und Tritt das Allernötigste, was ich so brauche, immer mit. Das ist perfekt, doch zipft mich eines wirklich ziemlich an. Oft schlepp ich auch noch jede Menge Zeug von meinem Mann. Drin sind mein Kalender und mein Handy und ein Protokoll und ein Brief, der seit 2 Wochen an sich bei der Post sein soll. Und für zwischendurch, wenn ich wo warten muss, ein Magazin und mein Reisepass, der Führerschein, mein Impfpass, der Meldezettel an Wien. Außerdem mein Börsel, ein Notizbuch, eine Lippencreme, eine Bürste für die Haare und ein Deo und zudem noch ein Bleistift und ein Kuli und ein kleines Stück Papier und ein Leuchtstift. Wobei der gehört vermutlich gar nicht mir. Wer jetzt glaubt, dass das schon alles ist, der hat sich arg geirrt. Denn in meiner Tasche hat sich außerdem noch das verirrt. Eine Nagelfeile und ein Spray zur Handdesinfektion, ein paar Taschentücher, ein Parfüm und auch noch ein Tampon sowie Mundspray, scharfe Zucker und ein Etui und so dann kleine Einkaufstaschen, die man notfalls schnell vergrößern kann. Die Tasche wäre schon gut belastet, aber halb so schwer. Toiletten sind oft Mangelware, wenn man eine braucht. Und hat man eine doch entdeckt, erkennt man Schmerz verzerrt. Es ist die Tür zur seligen Erleichterung versperrt. Der Weg von draußen bis nach drinnen zum erhofften Sitz erfordert einen Münzwurf in den angebrachten Schlitz. In meiner Tasche habe ich sicher eine Münze drin. Dort suche ich jetzt ganz hektisch, weil ich unter Zeitdruck bin. Drin sind mein Kalender und mein Handy und ein Protokoll und ein Brief, das seit 2 Wochen an sich beider Post sollen und für zwischendurch, wenn ich wo warten muss, ein Magazin und ein Reisepass, der Führerschein, mein Impfpass, der Meldezettel, wie außerdem ein Börsel, ein Notizbuch, eine Lippencreme, eine Bürste für die Haare und ein Deo und zudem noch ein Bleistift und ein Kuli und ein kleines Stück Papier und ein Leuchtturm, aber der gehört immer noch nicht mehr. Wer jetzt glaubt, dass das schon alles ist, der hat sich arg geirrt, denn in meiner Tasche hat sich außerdem noch das verirrt. Eine Nagelfeile und ein Spray zur Handdesinfektion, ein paar Taschentücher, ein Parfüm und auch noch ein Tampon, sowie Mundspray, scharfe Zucker und ein Etui und so dann kleine Einkaufstaschen, die man notfalls schnell vergrößern kann. Die Tasche wäre schon gut belastet, aber halb so schwer, wenn nicht doch noch das Zeug von meinem Mann darinnen wäre. Sein Geld, die Schlüssel und sein Handy sucht er sicher schon, doch habe ich immer noch kein Mitleid, weil das hat er jetzt davon. Schon kalt und dunkel ist und heftig schneit, wird oft der Weg vom Bus bis hin zum Haus nur ganz schön weit. Ganz tapfer kämpf ich gegen jede Wetterumdreh an und hätt statt meinen Stiefeln gern bequeme wie ein Mann. Hab ich das Haus dort Kälte zitternd endlich doch erreicht, fällt mir das Schrecken in die Glieder, mein Gesicht erbleicht und mir fällt ein, die Schlüssel liegen noch im Schreibtisch fach. Zur Sicherheit schau ich jedoch in meiner Tasche nach. Mein Kalender und mein Handy und mein Protokoll und der Brief, das seit 2 Wochen an sich beider Post entsollen und für zwischendurch, wenn ich wo warten muss, ein Magazin und ein Reisepass, der Führerschein, der Impfpass und Meldezettel, wie außerdem ein Bösel, ein Notizbuch, eine Lippencreme, eine Bürste für die Haare und ein Deo und zudem noch ein Bleistift und ein Kuli und ein kleines Stück Papier und ein Leuchtstift und der gehört immer noch nicht mehr. Eine Nagelfeile und ein Spitz zur Handdesinfektion und ein paar Taschentücher, ein paar Föhn und auch noch ein Tampon, so wie Muschel, aber zu Ball und ein Lippenzug und so dann kleine Einkaufstaschen, die man unverschämt vergrößern kann. Die Tasche wäre schon gut belastet, aber halb so schwer, wenn ich doch noch das Zeug von meinem Mann. Doch seine Schlüssel sind nicht da. Was habe ich jetzt davon? Doch seine